Hallo, lieber Besucher meiner neuen Seite. Ich habe forexhome.de ins Leben gerufen, um allen Tradern, allen gestandenen Tradern, allen Anfängern und allen, die einfach das Thema interessiert, eine Plattform zu bieten, auf dem sie Analysen zu den aktuellen Forex-Märkten finden. Also das umfasst Währung, Rohstoffe und Indizes. Und dies halt nicht nur in statischer Form wie auf vielen anderen Analyseseiten, was halt nur Bilder sind und dazu viel, viel, viel Text, sondern ich möchte gern den Fokus auf die Videoanalyse legen. Diesen Hinweis darauf findet ihr auch in unserem Home-Bereich. Das ist de facto die Startseite meiner Homepage, ist ja alles noch im Aufbau und hier beschreibe ich auch, auf was der Fokus gelegt werden sollte. Kleiner Hinweis am Anfang, ich habe ja auch einen Hinweis zum Datenschutz. Ich habe einen Besucherzähler mir installiert und einfach um zu wissen, wie viele Leute hier sich die Seite anschauen pro Tag und im Jahr. Und wie ihr es schon lesen könnt, in diesem Bereich werden keinerlei bezogene Daten gespeichert, sondern alles bloß intern in meinem System. Es wird also auch nichts in die USA versendet oder in alle möglichen anderen Länder, sondern es bleibt bei mir und ich weiß nur, wie viele da waren. Nur eine reine Zahl, mehr ist es nicht. Das ist mein Versprechen. Fangen wir doch mal an, uns die Seite anzuschauen. Das ist das, der Header. Den seht ihr, hier habt ihr Verlinkungen zu Facebook, Twitter und meinem YouTube-Kanal. Der YouTube-Kanal hat bereits jetzt 3 Videos öffentlich geschaltet aus an meiner Video-Anfangszeit stammen die. Das ist, könnt ihr in dem Reiter über mich dann etwas genauer nachlesen. Den schauen wir uns dann fix an. Warum Forex Home und warum dieses Design? Alle anderen Forex-Seiten sieht man ja ganz viele Candlesticks und irgendwelche Charts. Und ich möchte mit meiner Website, auch wenn das vielleicht ein bisschen komisch klingt, Ruhe ausstrahlen, weil mich persönlich zum Beispiel viele Analyseseiten völlig überfordern, weil nur Text ist, nur ganz viele Bilder und ich möchte gerne, dass man sich hier zurechtfindet, dass auch die Farben sind dementsprechend von mir gewählt, dass man nicht völlig überfordert ist von der ganzen Thematik. Wie gesagt, hier der Home-Bereich, hier seht ihr einen kleinen Einleitungstext von mir und hier unten findet ihr die erste Risikowarnung, die ihr euch bitte alle genau durchlest, denn der Forex-Markt birgt eine Vielzahl von Risiken und auch Chancen, aber insbesondere über die Risiken sollte man sich durchaus im Klaren sein. Hier rechts wird die Videoanalyse des Tages hingesetzt werden. Hier, wenn ihr die Seite besucht, werdet ihr auch sehen, was hier steht, logischerweise. Das möchte ich jetzt nicht nochmal vorlesen. Hier kommt dann das Video hin, was mich den Tag über, also an dem Tag speziell beschäftigt. Darunter ein Live-Ticker, auf dem ich dann immer posten werde zu Veränderungen in meinen Analysen oder wichtige Wirtschaftsnachrichten, die man jetzt unbedingt beachten müsste, etc. Dann den Wirtschaftskalender, da muss ich mir noch überlegen, wie ich den genau gestalte. Entweder wird es hier bloß eine Verlinkung geben zu einer Seite wie die einen Wirtschaftskalender anbietet, oder ich werde ihn selbstständig dort platzieren, selbst geschrieben, um dort besser Bemerkungen hinsetzen zu können. Aber da mache ich mir jetzt gleich Gedanken drüber, wie ich das am besten gestalte, damit man auch weiß, welche Daten jetzt wirklich wichtig sind und welche nicht. So, gehen wir mal weiter. Der zweite Reiter hier oben sind die Videoanalysen. Den habe ich unterteilt in die kurzfristigen Analysen, mittelfristige und langfristige Analysen und die Analysen des Tages. Und wenn ihr hier ganz unten hinklickt auf meine Videoanfänge, werdet ihr einen kleinen Einleitungstext sehen und dann einige der ersten Videos, die ich gedreht hatte. Und ja, viel Spaß dabei, da könnt ihr mal schauen, wie ich angefangen habe. Und ja, im Laufe der Zeit dürfen jetzt oder werden jetzt hier Videos hinzukommen. Und das dient auch gleichzeitig als Archiv, wenn ihr dann auf kurzfristige Analysen oder mittelfristig, langfristig, egal was klickt, werden hier zahlreiche Videos zu finden sein. Ich muss schauen, ob ich die noch nach den
nach Währungspaaren etc. sortieren kann. Ja, damit man einfach eine bessere Übersicht hat. Broker Partner, ja, hier werden potenzielle Werbepartner ihren Auftritt bekommen, beziehungsweise ihre Extra-Erwähnung. Werbebanner und Verlinkungen sind natürlich auch im Bereich der Website möglich, aber das wird die Zukunft bringen, wer interessiert ist, wer nicht und wer das wo seine Werbung wohin haben möchte. Hier findet ihr die Risikowarnung, wie man unschwer erkennen kann. Da habe ich auch erwähnt, dass sich das auch auf die der Geltungsbereich sich auch auf die Social Media Profile bei Facebook, Twitter etc. bezieht und das bitte auch ganz interessiert durchlesen und registrieren. Hier haben wir den Reiter Spenden und Unterstützung. Ja, das ist ja auch fast selbsterklärend. Und hier kann man mich einfach unterstützen, wenn einem die Videos gefallen und man denkt, okay, den Menschen möchte ich gerne unterstützen, damit er das weiterhin machen kann. Denn von irgendwas muss ich ja auch leben. Ich lebe nicht nur von diesen Videos oder beziehungsweise von den Unterstützungen. Das ist klar, das wäre viel zu riskant. Aber es ist einfach auch eine Art Bestätigung meiner Arbeit und ja, da freut man sich ja immer drüber. So, weiter den Reiter über mich. Hier sieht man einen etwas längeren Text, wie ich zu dieser Website letztendlich gekommen bin oder zum Traden überhaupt. Und ja, da wird es verlinkt. Kontaktbriefkasten. Hier kann man mir, wie hier oben schon steht, Analysewünsche schicken, Fragen zu den Videos stellen und Feedback abgeben, was einem gefällt, was einem nicht gefällt. Bitte mehr, was einem gefällt, das würde mir besser gefallen. Aber natürlich dürft ihr ja auch Kritik äußern, wenn euch irgendwas zum Beispiel zu unübersichtlich ist etc., dann schreibt mir das einfach und ich werde versuchen, das irgendwie zu beachten oder einzubinden. Es kommt natürlich immer darauf an, wie hoch das Eingangsniveau ist, beziehungsweise die Menge der eingehenden Mails. Dahingehend werde ich dann entscheiden, welche Priorität haben, welche ich zuerst beantworten muss, etc. Also nicht böse sein, wenn in Zukunft eine Antwort nicht gleich nach einer Minute kommt, sondern ein etwas größeres Zeitfenster benötigt. So, ja, eine E-Mail-Adresse müsst ihr auf jeden Fall angeben, damit ich überhaupt antworten kann. Sonst habe ich ja keine Ahnung, von wem das kommt und einen Namen, mit dem ich euch ansprechen kann. Ob ihr da einen Klarnamen nehmt oder einen erfundenen Namen, das ist mir im Moment noch gleich. Hauptsache, ihr benutzt nicht immer einen anderen, damit ich euch auch zuordnen kann zu den jeweiligen Fragen. Ja, und betrefft bitte ganz wichtig, was ihr speziell möchtet in einem knappen Satz, damit ich das, wie gesagt, nach der Priorität sortieren kann. Dann das Impressum, ganz, ganz wichtig. Hier seht ihr, wer für diese Seite verantwortlich ist und ein Hinweis auf auf potenzielle Partner und ja, auf potenzielle Werbepartner. Und nochmal eine Risikowarnung. Bitte auch nochmal durchlesen und registrieren. So, das war es mit meiner Internetseite. Wir können nochmal fix beispielsweise uns dieses Facebook-Profil anschauen. Da ist noch nicht viel passiert, wie ihr seht. Aber hier werde ich dann im Laufe der Zeit immer wieder Posts hinsetzen, beziehungsweise Verlinkungen für meine Videos, damit ihr, wenn ihr beispielsweise nur mit dem Smartphone unterwegs seid, jetzt nicht immer erst auf meine Internetseite gehen müsst, dann erst wieder das Video öffnen, sondern einfach eine Facebook-Nachricht bekommt oder eine Twitter-Nachricht. Die ist das Twitter-Profil. Und ihr dann automatisch entscheiden könnt hier, was ihr euch anschauen wollt. Hier, ich habe schon mal diese älteren Videos gepostet bei Twitter und da seht ihr, sie sind schon da, die kann man sich schon unter dem Twitter-Profil anschauen. So, ich hoffe, das erste Willkommensvideo hat euch gefallen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr meine Internetseite regelmäßig besucht und ich möchte euch einfach unterstützen und ein wenig, ja, ein wenig Ideengebung machen. Dann noch einen schönen Tag und ich hoffe, bis bald.